Ich bin wieder da. 2013 habe ich, glaube ich, das letzte Video gemacht und ihr hört im Hintergrund hier, piepst es, nämlich hier sind Vögel in dem Käfig und zwar zwei Burgsittiche und einen Wellensittich. Ja, ich erzähle euch heute mal, was ich Neues habe, nämlich ich habe einen neuen Amazon Fire TV Stick. Ein Fire TV Stick, das ist eigentlich nichts anderes als einen normalen Fernseher in einen Smart TV umzuwandeln. Und zwar ist das so ein kleiner Stick, sieht aus wie ein USB-Stick. Ich habe ihn, ja, so ungefähr sieht er aus irgendwie, das ist aber jetzt die Fernbedienung davon. Und der kommt hinten ins Fernsehen rein und zwar an einen HDMI-Port. Ja, so normale Fernseher haben ja mehrere, also meiner ist relativ alt, weil es ist auch kein Smart TV und der hat eigentlich nur ja, zwei HDMI-Ports und im einen hing schon das Google TV und jetzt habe ich noch zusätzlich den Amazon Fire TV Stick. Und dieser Amazon Fire TV Stick, der kommt, ich muss mal eben kurz hier rüber, in so einer Verpackung hier, das ist natürlich zusammen alles. Ich habe das schon auseinandergebaut, weil ich kann keine Unboxing-Videos machen, weil dazu war meine Geduld heute nicht da. Ich kam nach Hause, hatte den in der Post und habe sofort ausgepackt und sofort eingeschmissen hier ins Fernsehen. Ja, ich zeige euch den mal eben hier oder die Verpackung. Also das ist hier die Umverpackung und hier ist er dann nachher drin. Und der heißt also Fire TV Stick. Tausende Filme und Serienepisoden steht hier drauf. Und es sind da verschiedene Mediatheken drauf aufgebaut. Und zwar die ARD-Mediathek kann man da sehen, Berliner Philharmoniker, Amazon Instant Video, Bild, Sport 1, Spiegel Online, Satu, warum gibt es hier noch irgendwas, das heißt Laola 1 TV, Servus TV, Red Bull TV, Arte, Spotify, Netflix, Mediathek, N24. Was ist jetzt das Besondere an dem Fire TV Stick? Den normalen Smart TVs ist es nichts Besonderes. Da braucht man das wahrscheinlich nicht, wenn man die Amazon App drauf hat. Also ich bin ja bei Amazon Prime Kunde und deswegen habe ich auch Amazon Instant Video ganz automatisch mit tausenden von Serien, von Filmen, alles Mögliche in diesem Paket mit drin und und da habe ich bisher das immer so gemacht, dass ich es vom Computer aus gestreamt habe, direkt auf den Fernseher. Aber das ist auch ein bisschen problematisch, denn das hat Amazon natürlich absichtlich gemacht, dass die eben halt keine zum Beispiel Android-App bisher haben, mit der man eben das direkt auf den Fernseher streamen kann. Also es ist immer mit Umwegen verbunden. Und das haben sie also jetzt abgeschafft quasi, indem man eben diesen TV-Stick selber hat. Ja, ich habe den mir schon angeguckt. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass am Anfang gibt es wirklich so ein einfaches Video. Da ist so ein kleines Männchen, was über den Bildschirm turnt und eben einem wirklich ganz ausführlich erklärt, wie man eben halt mit dem Fire Stick und mit der Fire Stick Fernbedienung arbeiten kann. Also finde ich sehr, sehr gut gemacht, sehr kundenorientiert, gebe ich nur Daumen hoch, Wow-Erlebnis, so wie man es eigentlich von Amazon gewöhnt ist. Ne? Also ganz schnelle Lieferung, ganz schnelle Retourenabwicklung, ganz unkomplizierter Kundendienst. Das ist alles bei Amazon sehr, sehr, sehr kundenfreundlich und eben auch dieser Stick. Ja, ich habe dafür 19 Euro bezahlt und zwar, weil ich ja schon Prime-Kunde bin. Dann gab es das zum Vorzugspreis für eine gewisse Zeit. Jetzt kostet er, glaube ich, so 35 oder 39 Euro. Wenn man den Google TV-Stick hat, dann lohnt sich das eigentlich nicht unbedingt, außer man will die ganzen Prime-Instant-Filme gucken und Serien gucken. Ich habe gerade schon mal da reingeguckt und habe ein
eine ganz interessante Serie gesehen, von der ich euch mal hier ein bisschen erzählen will. Und zwar heißt die Transparent oder Transparent. Und zwar geht es in dieser Serie um eine Familie, in der eigentlich alle irgendwie Geheimnisse haben. Und diese Geheimnisse, die kommen also mit der Zeit raus. Man denkt immer, ja, der ist jetzt hier geheimnislos oder der ist besonders integer. Und dann kommt nachher heraus, oh nee, ist er doch nicht. Also der hat auch wieder irgendwie ein Geheimnis. Es fängt also an mit der Hauptfigur, also mit dem Vater. Der Vater ist so ein 65-jähriger Mann oder ich weiß jetzt nicht, wie alt ungefähr, sage ich mal, schätze ich ihn einfach mal, oder so um die 60. Und ja, hat also mehrere Kinder, ich glaube 3 oder 4. Und der will plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern es war wohl immer schon sein Wunsch, eine Frau werden. Und das erzählt er dann irgendwann seinen Kindern, nachdem er in eine Selbsthilfegruppe gegangen ist. Und in dieser Selbsthilfegruppe, ja, ist klar, da wurde dann eben halt ihm auch aufgegeben, ja, als erstes musst du es mal deiner Frau und deinen Kindern erzählen. Und naja, und wie die dann halt damit umgehen, darum geht es in der ersten Folge und auch noch in der zweiten. Dann seiner Tochter, der es zuerst erzählt, die ist auch lesbisch, also hat dann auch wieder so ein Geheimnis. Dann hat er noch eine andere Tochter, die macht mit ihrem schwarzen Fitnesstrainer auch noch andere Sachen, die man so zuerst nicht gedacht hätte. Und also es gibt wirklich mega viele Geheimnisse und es lohnt sich wirklich, glaube ich. Also wer so ein bisschen auf Komödie und abstruse Sachen steht, der ist bei dieser Serie Transparent ganz gut aufgehoben. Ja, was gucke ich denn noch bei Prime Instant Video? Im Moment eigentlich gar nichts. Also ich hatte ja diesen Stick noch nicht. Ich hatte zwar das am Computer geguckt, habe es auch auf den Fernseher gestreamt, aber so richtig viel geguckt habe ich da bisher nicht. Also jetzt nicht unbedingt eine Serie, die ich immer gucke, aber das Ganze mache ich auf Netflix. Da habe ich auch ein Abonnement. Also ich bin da wirklich im Moment überall unterwegs. Das ist richtig ein bisschen schlimm. Aber ich gucke überhaupt gar kein lineares Fernsehen mehr, sondern immer nur eben halt diese ganzen Mediatheken. Und auf Netflix, da gucke ich im Moment Orphan Black. Da ist ja gerade also bei mir ist da gerade die zweite Staffel zu Ende. Dann schaue ich da noch die Serie Suits, wo gerade die dritte Staffel angefangen hat. Und ich gucke mir an oder habe die erste Folge im Moment angeguckt von Daredevil, die neue Marvel Comicserie. Das ist auch so ein Held, der Daredevil, also wie jetzt meinetwegen Batman oder Spider-Man oder sowas. Aber Daredevil ist ein junger Mann, der eben halt als Kind irgendwie Säure in die Augen gekriegt hat bei einem Autounfall und dann eben ist er blind geworden und da sind seine ganzen anderen Sinne sind im Moment sehr, sehr stark dann geworden und dadurch kann er ist Rechtsanwalt, dadurch kann er also Fälle lösen, Verbrechen bekämpfen und er ist auch ein sehr guter Kämpfer, also er trainiert auch immer kräftig und ja, und nachts geht er dann eben halt mit so einem Tuch auf dem Kopf eben quasi in die Nacht und kämpft da gegen die Bösen. Also typisch Marvel. Also typisch viele Action-Elemente drin, natürlich dann auch ein bisschen ja, Liebesgeschichte und mit Frauen und so weiter. Also das ist natürlich auch alles bei. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, aber sehr actionreich. Also wer auf Action steht, ist bei Daredevil, der Netflix-Serie, ganz oben dabei. Ja, Orphan Black, wie gesagt, im Moment bin ich fast am Ende der zweiten Staffel und bei Suits habe ich eben die dritte Staffel gerade angefangen. Das sind meine Netflix-Serien. Da ist im Moment, aber da kommt unheimlich viel im Moment bei Netflix. Das heißt, ich habe auch keine Zeit, das alles anzugucken. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt hier in 2015,
ein bisschen mehr in diese Schiene zu machen, also ein bisschen mehr euch zu erzählen von Serien, was mir da gefällt, auch mal so ein paar Anteaser zu machen und vielleicht auch mal so ein paar Besprechungen zu machen, einfach zu gucken, ja, wie haben mir die Folgen gefallen, was sagt ihr dazu, schreibt es in die Kommentare und so weiter. Also das werde ich einfach mal in den nächsten Videos hier mit euch machen. Gut, dann war es das jetzt für heute. Also, neuer Fire TV-Stick von Amazon bekommen. Hier in dieser tollen Verpackung drin gewesen. Und ja, ich bin begeistert von der Einrichtung. Also bei Amazon ist es auch so, dass man hat ja da ein Konto, ne? Also so ein Bestellkonto, unter dem was bestellt hat. Und mit diesem Bestellkonto ist der Stick schon konfiguriert. Das heißt, also man braucht ihn nur noch im WLAN einzurichten. Und da gibt es auch oft die Frage, ja, wie mache ich das denn? Da scheitert es bei mir schon. Hat mir heute eine Arbeitskollegin gesagt, ja, ganz einfach. Also so ein Stick. Der führt eigentlich relativ selbstständig durch das ganze Programm und fragt dann irgendwann, ja, ich habe hier WLAN-Netzwerke gefunden, welches soll ich denn nehmen? Und nimmt auch immer das Stärkste, das ist auch meistens natürlich dann das eigene Heimnetzwerk. Und dann fragt er nach dem Passwort oder nach dem WLAN-Key. Das muss man natürlich, also dieses Passwort muss man natürlich wissen. Also das weiß man aber auch. Man hat ja diese Box oder irgendwas oder dieses Modem halt irgendwie eingerichtet, also und hat da damals auch schon ein Passwort vergeben. Da muss man natürlich sich erst irgendwo aufgeschrieben haben und irgendwie das wissen. Wahrscheinlich ist es Schnucki 615 oder sowas. Und ich habe heute noch einen Tipp bekommen von meiner Arbeitskollegin. Bei vielen Boxen, gerade so bei der Easybox und ne, Vodafone und so weiter Geschichten, da steht der Schlüssel unten, ich glaube auch bei der Telekom ist das so, unten auf der Box drauf oder hinten auf der Box drauf. Und diesen Key muss man eingeben, das ist das WLAN-Passwort. Also, das eben zur Einrichtung. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt hier mit meinem Mikrofon geklappt hat. Sonst muss ich den ganzen Schlamassel nochmal erzählen. Aber das Gute daran ist, je öfter man was aufnimmt, desto ja, pointierter und fokussierter wird man auch. Und dann wird es auch ein bisschen kürzer, das Video. Aber ist nicht schlimm. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Und wenn der Ton gut ist, dann stelle ich es online. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal.